Ja, willkommen zurück, Murdered Soul Suspect. Folge, keine Ahnung. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch die Gewehre hier finden. Die haben wir ja letztes Mal hier aufgehört. Und wir schauen uns hier noch ein bisschen um, suchen noch ein paar Hinweise. Da haben wir auch noch mal was. So, Gang zum Revier. Ich pflegte Rex im Revier zu besuchen. Aber das ist Jahre her. Als ich also heute mit Ronan ging, sah ich den Ort in einem ganz neuen Licht. Der Raum, der ganz dem Glockenmörder gewidmet war, machte mich sprachlos. Alles, was sie wissen oder von dem sie glaubten, dass es eine Verbindung haben könnte, ist in diesem Raum. Die Leute, die diesen Raum betreten und verlassen, strahlen eine merkwürdige Energie aus. Man könnte glauben, dort werden einige Religionen ausgeübt. Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Just Cause 2 habe ich aber derartig auch noch nie gesehen. Doch, schon. War ein sehr cooles Spiel. Es kommt ja jetzt bald Just Cause 3. Und ich hoffe, es wird genauso gut. Du hast sie geheilt. Die Krankheit in ihrem Kopf. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Rex Dankbarkeit. Rex ist dankbar, dass Ronan Julia durch ihre physische Erkrankung hilft. Sie war physisch krank? Das höre ich aber jetzt auch zum ersten Mal, oder? Oder wussten wir das schon vorher? Sie war physisch, war sie krank? Kay Douglas, polizeilicher Fortschritt. Nahezu keine Beweise einer Fremdeinwirkung am Tatort, außer dem Glockensymbol. Keine Fingerabdrücke, kein DNA, keine unmittelbaren Verdächtigen. So, Kay Douglas, persönliche Informationen. Karen Marie Douglas, weiblich 37 Jahre alt, Buchhalterin ledig. Kein Vorstrafenregister, keine gewaltsame Beziehung. Gesellschaftlich bekannt für Ouija-Brett-Partys, Mittwoch nachts. Okay. Ouija-Brett gibt es übrigens einen sehr netten Film. Ouija heißt der. Könnt ihr euch mal angucken. Da ist ein Gewehr. Das nehmen wir mit. Und da müssen wir noch eins finden und ich gehe davon aus, dass wir es finden. Ganz stark, dass wir es finden. So, Ronan bekommt seine Marke. Der große Tag. Ich dachte, er kommt nie. Zwischen Ronan, der es tatsächlich durchgezogen hat, und Rex, der sich um den Papierkram kümmerte, konnte so viel schiefgehen. Aber es ist soweit. Und mein Mann hat jetzt eine Marke. Steht ihm gut. Und er liebt es. Ich glaube, er stolziert noch mehr als zuvor. Gott, ich liebe einen Kerl in Uniform. Dumm. Was haben wir denn hier noch? Achso, Poltergeist, ja, kennen wir ja. Da haben wir noch was zum Sammeln. Julias Gedanken, Ronans Konflikt mit dem Gesetz. Ich wusste immer, dass es Ärger gab. Aber ich wusste nicht, dass er offiziell verhaftet worden ist. Das ist schlimmer als gedacht. Es sind nicht nur geringfügige Vergehen, sondern auch Straftaten. Als ob sein Leben bereits ruiniert ist. Wie kann ich mein Leben mit ihm vereinen? Das weiß ich nicht. Und werde ich auch nicht rausfinden. So. Sehr schön. Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Flashback abrufen. Ich kann mich noch an meinen ersten Tag im Dienst erinnern. Salem PD war damals ein winziges Gebäude am Stadtrand. Es war alt, überfüllt und völlig ungeeignet für den Alltagsbetrieb. Die Stadt zu beschützen wurde immer schwieriger. Letztendlich entschied die Stadt, das alte Waffenlager zu unserem neuen Hauptquartier umzubauen. Als wir endlich einzogen, konnte ich nicht glauben, wie groß und modern es war. Nicht schlecht für eines der ersten Gebäude Salems. Zudem fühlte es sich einfach richtig an. Es war einst die vorderste Verteidigungslinie der Stadt im Grenzgebiet und nahm jetzt wieder seine Stellung ein. Nur diesmal in der modernen Welt. Die erste Woche nach dem Einzug war leicht chaotisch. Ein Officer meldete, dass jemand seine Waffe aus dem Spind genommen hatte. Er brauchte 20 Minuten, um sie zu finden. Sie lehnte an der Wand eines der unbenutzten Büros. Zusätzlich meldete die Nachtschicht eine merkwürdige Fehlfunktion des Telefons. Gelegentlich, wenn jemand eine Schießerei meldete, stoppte die automatische Aufzeichnung und spielte die panische Stimme des Anrufers wieder und wieder ab, bis man das Telefon ausstöpselte. War
Bald war klar, dass die merkwürdigen Vorkommnisse kein Versehen oder Störungen in den Leitungen waren. Etwas Seltsames ging vor sich. Eines Abends rannte die Gerichtsmedizinerin weinend durch die Halle. Sie hatte bemerkt, dass ihre Skalpelle und andere Instrumente fehlten. Sie wollte welche aus dem Schrank holen, stoppte aber abrupt, als sie die Spiegelung sah. Die geisterhafte Silhouette eines Bürgerkriegssoldaten stand über einer der Leichen. Als sie sich umdrehte, war sie weg. Sie rannte in solcher Eile hinaus, dass sie kaum bemerkte, wie kalt es im Raum geworden war. Natürlich glaubten die Jungs im Revier ihr nicht. Mann, ich glaubte ihr ja selbst nicht, bis ich es mit eigenen Augen sah. Ich machte Überstunden und wollte mir noch einen Kaffee holen. Als ich um die Ecke ging, sah ich die Spiegelung in der Trophäenvitrine. Er starrte mich direkt an. Er nahm ein altes, geisterhaftes Gewehr und drückte ab. Die Trophäenvitrine zerbrach in 1000 Stücke und ich rannte davon. Der Captain glaubte mir nicht und zog mir die Kosten für die Vitrine vom nächsten Gehalt ab. Mir war egal, ob mich die Leute für verrückt hielten. Ich weiß, was ich gesehen habe. Manchmal werde ich gefragt, ob der Geist immer noch durch die Hallen irrt. Ich weiß es nicht. Ich bin nach Boston gewechselt. Puh. Auch eine ganz schön heavy Geschichte. Also die Geistergeschichten, muss ich sagen, gefallen mir sehr, sehr gut. Und die passen natürlich auch immer um die Uhrzeit, wenn die Folgen rauskommen. Hier Murder Souls Aspekt 2030 ist immer eine super Zeit für Geistergeschichten, finde ich. Ja, haben wir das. Das ist supi. Einzige, was uns noch fehlt, ist, wie gesagt, in der Stadt halt die glänzenden Klamotten. So, Cop in Zivil. Das war ein ziemliches Kunststück, das Rex da abgezogen hat, Ronan zum Detective zu machen, ohne viel Zeit auf Streife verbringen zu müssen. Er überzeugte den Captain und den Kommissoren, dass Ronan-Kenntnisse am besten zum Einsatz kommen, wenn er zivil unterwegs ist. Ronan war sehr erleichtert. So. Lass mal hier lang. Ich gehe trotzdem immer durch die Türen, obwohl ich eigentlich durch Wände gehen kann, aber ja gut, ich probiere es wieder. So. Ich frage mich, warum wir hier überall Poltergeist machen können. Hier ist kein einziger NPC. Was stand da? Achso, Poltergeist. Weil im Prinzip bringt uns das ja nichts. Ich weiß ja nicht, ob man hier vielleicht nochmal irgendwann hinkommt. Ob man vielleicht hier noch die Möglichkeit hat, dann irgendwann hier was auszulösen, was das dann, ob das jemanden irgendwas bringt oder ob uns das. Oh, leckert. Donuts. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwas, was wir sammeln können, oder? Da ist auch eine Karte, aber die bringt uns ja eigentlich nicht, oder? Doch. Karte der Morde. Wir untersuchen die Möglichkeit einer Verbindung zwischen den auf der Karte aufgelisteten Todesfällen. Keine öffentliche Kommentare bisher, bis offiziell autorisiert. Okay, das war dieselbe Karte von unten, aber ein anderer Text. S. Smith. Es war kein Smith drin. Auch überall Poltergeist-Klamotten, die wir anstellen können, aber bringen uns irgendwie nicht weiter. Also müssen wir da mal weiterschauen. La 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 la, ich bin der Geist, der ewig auf die Brille scheißt. Hier ist eine Pumpgun. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Die Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Erkenntnisse zu den Mordmotiven. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven, das die Polizei nicht sieht, ist der Fokus von Joyce Mutter. Aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen.
sie ernst zu nehmen. Aber der Einzige, der wohl wahrscheinlich glaubt, ist Baxter. Aber sie vertraut Baxter anscheinend auch nicht richtig, soweit wir es gerade mitbekommen haben. Ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Und naja, wie gesagt, ich finde es immer noch sehr, sehr offensichtlich, wie das ganze Geschichte jetzt so momentan so aufgedeckt wird, dass das Ganze wirklich so Richtung Baxter geht. Und ich glaube da aber, wie gesagt, noch nicht richtig dran, ob er was damit zu tun hat mit den ganzen Morden und so. Das ist mir, wie gesagt, alles zu offensichtlich. Ihr könnt ja eure Theorie einfach mal unter den Video schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Und, ja, ob ihr vielleicht eine andere Theorie habt, wer vielleicht was sein könnte, wer vielleicht mit den Morden was zu tun haben könnte oder so. So, dann werden wir mal zu Joy gehen. Joy Fleming. Oh nein. Nein, jetzt. Ja, willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Ich hoffe, jetzt läuft's. Da ist mir mein Aufnahmeprogramm doch glattweg abgeschmiert. Und ich hoffe, jetzt läuft's. Ich wollte sagen, worauf wollte ich hinaus, bevor es alles abgeraucht ist. Ich werde die Folgen dann, die zwei Teile jetzt zusammenschneiden. Wir gehen noch nach Joy Fleming. Und schauen mal im Feuerraum, was da so passiert. Jeder dieser Schlüssel ist eine Straftat. Jeder einzelne, das verstehst du, ja? Nein? Okay, ist deine Beerdigung. Warte ab, entspann dich. Wirst eine Weile hier sein. Scheiße! Okay, hör zu. Hör zu, ich kann dir vielleicht helfen. Ist das Buch deiner Mutter zum Glockenmörderfall hier? Ja, und es würde mir wahrscheinlich helfen, meine Mom zu finden. Aber wie schon gesagt, du bist tot. Wie solltest du mir helfen können? Hey, ich kenne diesen Ort besser als du. Wer war die Kontaktperson deiner Mutter? Wer? Keine Ahnung. Sie hat ihn immer nur Bastard genannt. Baxter. Okay. Sein Büro ist im ersten Stock. Bleib an mir dran. Ich bring dich hin. Los. Wohin? Sie sehen mich. Nicht mehr lange. Genau. Nicht mehr lange. So, dann schauen wir mal. Jetzt komm mit. So, jetzt müssen wir so schnell wie möglich zusehen, dass wir in den ersten Stock kommen. Und natürlich ungesehen. Und jetzt, ja, jetzt macht das Ganze auch Sinn mit Poltergeist und alles. Ich muss an die Abteilung glauben. Okay, der wird uns eh nicht sehen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir jetzt die Leutchen abgelenkt? Vor allem ihn da drüben, den Typen, der da hier Streife läuft. Den müssen wir irgendwie dazu bringen, dass der irgendwie abgelenkt ist. Die Frage ist nur, wie. Der läuft an dem Kaffeeautomaten vorbei. Dass wir den da ablenken. Dass sie dann weiterlaufen kann. Nein, er läuft gar nicht daran vorbei. Shit. Okay, das bringt nichts. Hier vielleicht der Drucker. Bringt auch nichts, okay. Verdammt. Wie kriegen wir hier sie hier durchgeschleust? Verdammt. Das ist nicht einfach. Definitiv nicht. Können wir nur Gedanken lesen. Sie vielleicht einen Tipp? Nee. Verdammt. Das bringt alles irgendwie nichts, weil irgendwie reagieren die darauf nicht. Also zumindest, den interessiert das gar nicht, ob der Drucker da mal eben irgendwelche Papiersachen rausschmeißt. Hatten wir den schon? Wir Cops halten zusammen. Ja, die sagen immer das Gleiche. Ich frage mich gerade, wie wir hier weiterkommen. Jeder von uns könnte durchdrehen. Hm.
Aber wir müssen sie ja eigentlich, im Prinzip müssen wir sie ja durchschleusen, ungesehen, aber... Wie soll sie hier durchkommen? Weil das bringt ja nichts, wenn wir hier oben sind. Verdammt. Achso, und das war das Zimmer, wo wir am Anfang waren, ne? Genau. Hm. Ich habe scheiß Angst vor dem Mörder. Ob ein SWAT-Team mit ihm fertig werden würde? Haben wir auch schon gehört. Kennen wir auch schon. Ich dachte, man kann irgendwie vielleicht mit irgendjemandem... Es ist schwer, sich vorzustellen, dass der Mörder einfach sein Leben weiterlebt. Wie jeder andere auch. Muss einen Hinweis zu seiner Identität finden. Ja, wenn du die ganze Zeit Deus Ex zockst, dann wirst du keinen Hinweis finden. Tja, puh. Ich weiß nicht weiter. Bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen... Ah, Moment. Mir nach, ich bring dich an diesen Cops vorbei und zur Tür auf der anderen Seite. Kinderspiel. Tja. Letztes Mal bist du erwischt worden, Magellan. Bleib unten, sonst werden sie dich sehen. So, lenkt die Cops ab und geleitet die Zeugin zur Tür. Das machen wir noch eben schnell. Ich hoffe, die Nacht bleibt ruhig. Bitte keine toten Cops mehr. Bitte keine toten Cops mehr. So, das machen wir auf jeden Fall noch. Die Frage ist jetzt nur, wie läuft sie? Will wahrscheinlich hier langlaufen. Aber wie kriege ich ihn denn abgelenkt? Kaffeemaschine vielleicht jetzt hier? Ah ja. Okay, ich habe euch daran rumgespielt. Das ist deine Chance. Los, 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 los. Komm schon, also, beeil dich. Schön, so einen Geisterfreund zu haben. Da komme ich aber nicht durch. Gut gemacht, Kleine. Wir sind fast da. Ich brauche keinen Cheerleader. Dank mir haben wir es bis hierher geschafft, oder? Du hast dich abknallen lassen, du Profi. Hey, Kleine. Ich kann ja nicht lang. Du wirst mir helfen müssen. Kannst du nicht rüberfliegen oder so? Ich bin ein Geist, kein Flugzeug, klar? Du brauchst mich, um sein Büro zu finden. Begib dich in die erste... Nicht meine Gedanken. Gar nichts Gruseliges. Oh, wenn wir jetzt nicht quitt sind. Begib dich in die erste Etage. Sie kann uns helfen, natürlich. Okay, Mann, jetzt raus. Ich mach das. Wir machen das, aber erst in einer nächsten Folge von Murdered Soul Suspect und ihr schaltet dann wieder spannend ein. Also, bis dann. Ciao.